Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Hertmut? Hallo? 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 Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht von betrügerischen Anrufen, also von Callcentern, die versuchen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. So einzeln haben sie leider nicht für ein eigenes Video gereicht, doch wäre es zu schade, um sie wegzuschmeißen, denn, naja, sie zeigen trotzdem auf, was wir da genau für Menschen an der Leitung haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, guten Abend. Spreche ich mit der Lucianus? Nee. Mit wem spreche ich? Das ist ja mein Vorname. Ja, Club, das ist hammerlang, Ihre Nachname. Ja. Wie geht es Ihnen? Mario, wie möchten Sie denn genau sprechen? Ja, mit dem Herrn Lucianus. Nee, das ist ja falsch. Knusprig, knusprig. Ja, knusprig, knusprig. Genau. Ist ja nicht schwer. Ja, Mario Davini ist im Apparat. Mhm. Ich melde mich von InvestCFD. Ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt in Trading Online. Von InvestCFD? InvestCFD. InvestCFD. CFD, genau. Aha. Hm. Und ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt in Trading Online. Ja, und was möchten Sie da? Ja, ich wollte Ihnen unsere Firma vorzustellen. Und ich wollte Ihnen fragen, wie haben Sie Erfahrung mit Trading Online? Ja, wie kommen Sie denn dazu, mich einfach anzurufen? Ja, Sie sind angemeldet irgendwo, deswegen habe ich Ihnen gefragt, ob Sie Interesse haben noch in Trading Online. Ja, aber das berechtigt Sie ja nicht dazu, einfach die Leute anzurufen. Muss ich anrufen, deswegen ich frage gerade, ob Sie Interesse haben in Trading Online. Ja, aber das berechtigt Sie ja dazu nicht automatisch. Ist ja verboten, was Sie machen. Illegal. Wer sagt, dass es illegal ist? Das Gesetz. Das Gesetz? Ja. Viele Sachen sind verboten in diesem Gesetz. Ach so, und da machen Sie das dann einfach trotzdem? Natürlich. Ah, also interessieren Sie Gesetze nicht? Ja. Ach so. Und dann? Na, immerhin haben wir hier mal einen ehrlichen Betrüger an der Telefonleitung, der direkt zugibt, dass er eigentlich darauf scheißt, was die Gesetze sagen und dass es ihn überhaupt nicht interessiert. Und er muss da trotzdem einfach mal anrufen, egal wie die Gesetze sind. Er ruft halt an, weil er anrufen will. Weil ich mich da mal eingetragen habe. Dass es kein Double Opt-in ist und keine Werbeerlaubnis, hat er wohl vergessen. Ich meine, der Verkauf ist hier an dieser Stelle noch nicht zustande gekommen. Aber es sollte ja ein Verkaufsgespräch werden. Wäre es nicht so gelaufen, wie es jetzt eben nun mal gelaufen ist. Das Schlimme ist, viele Menschen, tja, lassen sich hier an dieser Stelle in Gespräche verwickeln, wenn man eben mitspielt bei diesem Skript, was die einem da vorlesen. Und tja, so landet man ganz schnell in der Falle, dass man denen Geld überweist und dann ist es irgendwann weg. Denn wenn man bei solchen Firmen mit den komischen Menschen da an der Leitung Geld investiert, tja, passiert nur eins. Ihr habt Geld investiert in deren Porsche, aber nicht auf euer Konto und ihr werdet das Geld auch garantiert nie wieder sehen. Ja, hallo. Hallo, schon. Ja. Guten Tag. Ich rufe Sie an, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben vor einiger Zeit und Geld am Finanzmarkt verdienen wollten. Ja. Wie Sie genau sprechen? Mein Name ist Alicia Paris. Ich rufe Sie von Swiss Pro, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben. Ja, wer ist denn Sie? Tja, und da haben wir schon wieder das beste Beispiel dafür, dass da irgendwas komisch läuft in diesen Callcentern. Ich frage, wer ist denn Sie? Wen wollen Sie denn eigentlich jetzt genau sprechen? Das war ja jetzt meine Intuition. Ich habe gefragt, wer ist denn Sie? Die rufen einfach irgendwo an, prüfen gar nicht, ob das die Person ist, die sich da eingetragen hat, fragen gar nicht nach den Namen, sondern rattern einfach direkt ihr Programm runter. Das ist schon irgendwie komisch. Aber so läuft's halt, wenn euch betrügerische Callcenter anrufen. Die wissen nicht, was man da antworten könnte, wenn man irgendwelche Fragen stellt. Denn grundsätzlich geht's ja nur darum, dass sie möglichst leicht und möglichst schnell an euer Geld auf eurem Konto kommen. Fragen stellen ist wohl nicht erlaubt. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich höre nix. Tja, dann wird es kein Gespräch, wenn Sie nichts sagen.
höre ja was im Hintergrund, aber Sie nicht. Hallo? Also ich kann nichts verstehen. Sowas habe ich auch ziemlich häufig an der Leitung. Dass man da jemanden dran hat, man hört was im Hintergrund, also man hört das Callcenter, aber es spricht niemand. Das könnte eventuell daran liegen, dass die Callcenter oder die, ja, die Telefone von den Mitarbeitern automatisch die Nummern durchwählen. Ja, und wenn der Mitarbeiter gerade nicht aufpasst und sich mit dem Nachbarn unterhält, tja, dann hat man da halt eben genau sowas. Oftmals legen die dann einfach ganz schnell auf und, weil sie sich eben erschrocken haben, dass da jetzt schon jemand wieder in der Leitung drin ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Scambaiter-Ärgern. Das kann natürlich auch hin und wieder mal vorkommen, wenn man sich da ein bisschen zu oft bei diesen Callcentern angemeldet hat und die Nummer vielleicht schon bekannt war. Ich denke mal, die werden da sicherlich auch irgendwelche schwarzen Listen haben oder sich die Nummern merken oder E-Mails rumschicken intern, um eben, naja, vor Scambaitern zu warnen. Irgendwie so wird's schon sein. Jo. Hallo, schönen guten Abend, Herr Roberto. Ja, hallo. Wie geht es Ihnen? Pablo Antonen Apparat? Entzückend. Wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Ah, also, ja, geht es gut. Und bei mir. Mhm. Also, ich rufe Sie an von der Firma Trader Active. Aha. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Okay. Sie haben seit einem Monat eine Anmeldung gemacht bei dieser Firma. Ich habe jeden Tag angerufen, aber Sie sind nicht antworten. Mhm. Genau. Ja. Ja. Okay. Möchten Sie die Plattform online besuchen? Nee. Warum nicht? Weil das nach Betrug klingt. Nein, es ist nicht Betrug. Ja? Nicht, es ist nicht Betrug. Mhm. Was ist Betrug? Ja, sieht aber nach Betrug aus. Warum? Warum denken Sie so? Ja, warum nicht? Sie haben so viel Geld verloren und denken jetzt Sie so? Nee. Nee, aber warum denken Sie so? Weil Sie haben keine schlechte Experience, warum denken Sie so? Ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Sie müssen besuchen online diese Seite, es ist nicht Betrug. Nee. Ja, gehen Sie bei der Google-Com, schreiben Sie Trader aktiv und schauen Sie alle. Mhm. Und was ist Betrug? Das verstehe ich nicht. Das ist ja alles unseriös da bei Ihnen. Okay. Herr Roberta, Sie müssen denken, wie Sie wünschen, aber das ist leider nicht so. Nee, wie ist es denn dann? Nochmal? Wie ist es denn dann? Aha. Okay, Herr Roberto, hallo? Ja, was denn? Ja. Erst einmal, ich denke für Ihnen, Sie sind sehr nett. Mhm. Ja. Sie haben nicht das Handy noch direkt aufgelegt, Sie sind sehr nett, erst einmal. Ja. Aber, ich bin nicht betrug. Nee, wir sind 100 Mitarbeiter hier. Wir arbeiten in Deutschland. Wir arbeiten in der Schweiz, in den Österreich, Italien, Spanien, England natürlich. Mhm. Ja. Und warum denken Sie so? Das ist eine schlechte Idee für Ihnen. Ja, weil eine seriöse Firma nicht die Leute einfach anruft. Da fängt es doch schon mit an. Und? Ja. Ah, Sie haben eine schlechte Experience. Sie haben so viel Geld verloren. Und nee. Weil Sie denken so. Ja. Wie kommen denn Sie zu der Annahme? Aber, das ist leider nicht funktioniert nicht so. Sie müssen... Das ist eine Handelsplattform, wo man die Möglichkeit hat, mit den Finanzprodukten online zu handeln. Mhm. Sie müssen jeden Tag kontrollieren. Ja? Mhm. Und? Sie haben ein Konto bei uns? Kann ja sein. Ja. Sie haben ein Konto bei uns. Ja. Genau. Aber ja, wann Sie... Seriös. Ja? Ich sage, das macht das Ganze ja nicht seriöser. Aber... Ich verstehe nicht, warum denken Sie so. Ich verstehe nicht. Tja. Können Sie mich erklären, bitte? Warum? Warum denken Sie eine Betrug? Warum denken Sie so? Können Sie mich erklären? Na, habe ich Ihnen doch gesagt, weil das unseriös ist, was Sie da machen. Ja, aber kennen Sie das Thema Trader aktiv? Sie kennen das nicht. Ja? Mhm. Ich muss telefonieren Ihnen mit Videocall, WhatsApp, ja? Nee. Nee. Ah, denkst du für mich, ich bin ein Betrug? Ja. Okay, ich muss telefonieren, jetzt mit Videocall in WhatsApp. Ja?
Denkst für mich, ich bin ein Betrug. Jetzt, ich gehe bei der Finanzabteilung und ich muss telefonieren mit WhatsApp, mit Videocall. Ja? Ja, das ist ja schon genauso nicht seriös mit Videocall in WhatsApp. Ja, Videocall, Sie können schauen, mein Gesicht. Ja. Ja? Okay, warte nur eine Minute bitte. Okay. Ah ja, und dann legt er direkt auf. Also erstmal fällt ja hier auf, dass er sich dafür bedankt hat, dass ich so höflich bin und überhaupt ans Telefon gegangen bin, beziehungsweise dran geblieben bin und zuhöre, was er so zu sagen hat. Das spricht ja schon mal dafür, dass er wohl gewohnt ist, dass die Leute wohl eigentlich bei ihm auflegen. Woran könnte das wohl liegen? Grübel, grübel. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Aber noch viel wichtiger, Finger weg, wenn euch solche Leute in WhatsApp einladen wollen und bei euch anrufen wollen. Denn über die Telefonnummer in WhatsApp kann man euren exakten Standort rausfinden. Denn es ist IP-Telefonie. Tja, und ich glaube nicht, dass man unbedingt irgendwelche Daten von sich bei solchen Leuten preisgeben möchte. Von daher gebt die Telefonnummer, eure Handynummer niemals an solche Betrüger raus. Wenn die gerade schon bei euch auf dem Festnetz anrufen, reicht das ja aus. Da brauchen die nicht nur eure Handynummer, um euch denn da auch noch mit Werbung zuzumüllen. Und vor allem WhatsApp, wie gesagt, ich würde es nicht machen. Es ist auch ziemlich unsicher, wenn euch da die Betrüger anrufen. Denn darüber lässt sich exakt, also euer exakter Standort rausfinden. Über die Telefonleitung. Tja, ist auf jeden Fall gruselig, was die sich so alles einfallen lassen. Und Bankgeschäfte macht man sowieso schon nicht über WhatsApp. Ja, wobei mich schon mal interessiert hätte, wie die Betrüger so aussehen. Muss ich mir mal irgendwie was für einfallen lassen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Fragen Rasch am Apparat. Spreche ich gerade mit Herr Zuschlagen? Ja, fester Zuschlagen. Müsste man unbedingt in dein Gesicht mal tun. Wie bitte? Müsste man unbedingt mal in dein Gesicht tun. Tja, der Name fester Zuschlagen. Jetzt ist es ihm wohl aufgefallen. Beim selber Vorlesen ist es ihm irgendwie nicht in den Sinn gekommen, was es bedeuten könnte. Aber das war hier tatsächlich jemand, der ziemlich oft bei uns angerufen hat und mittlerweile an dem Tag genervt hat. Von daher war ich mal nicht ganz so nett zu dem Betrüger. Aber es ist eben auch so. Die Betrüger, die rufen permanent auf dieser Leitung an. Man hat immer wieder die gleichen Leute dran, für verschiedene Datensätze natürlich. Aber daran sieht man auch, dass die eben die Datensätze auch teilweise in Paketen aufkaufen. Das heißt, die rufen gerade für den Herrn Geröllsch Steiner an, für den Fester Zuschlagen, für den Herrn Knusprig und so weiter. Manchmal sind es tatsächlich immer wieder die gleichen Leute hintereinander und fragen jedes Mal einen anderen Namen ab, obwohl teilweise die Datensätze schon uralt sind. Und irgendwie interessant. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Fragen Drasch am Apparat. Schreie ich gerade mit Gustav Kott? Ja, Herr Kott am Apparat. Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Nochmal bitte? Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Ja, da haben wir tatsächlich exakt wieder den gleichen Mitarbeiter in der Leitung gehabt. Den haben wir den Tag versüßt mit verschiedenen Namen. Funktioniert auch irgendwie lustigerweise immer wieder. Die Betrüger versuchen sich ja zu wehren, indem sie eben die Telefonnummern dann aussortieren. Nur blöd, weil man fortlaufende Telefonrufnummerblöcke hat und immer wieder eine neue nehmen kann, genauso wie es eben auch mit einer IP-Adresse ist. Über ein VPN, also über einen Anbieter im Internet, kann man seine IP-Adresse jederzeit immer wieder wechseln. Ja, das ziemlich schnell, mit wenigen Klicks, ohne das Internet zu Hause neu starten zu müssen. Tja, und dann landet man immer und immer und immer wieder bei denen im System. Auch wenn die Betrüger versuchen, sich davor irgendwie zu schützen und nicht mit euch sprechen möchten, man schafft's dann trotzdem, immer wieder seine Daten dort einzutragen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Frank Drasch am Apparat, spreche ich gerade mit Herr Dreininger? Ja, Herr Dreininger. Ich grüße Sie. Ich bin Frank Drasch. Und ich melde mich vom Bit. Sie hören sich immer. Tja, also der Betrüger hat bestimmt abends irgendwann weinend in der Ecke gesessen. Denn den haben wir den ganzen Tag belästigt. Da gibt's noch ein paar andere Schnipsel zu, die findet ihr dann in den anderen Schnipselpartys. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Anda, Emilia ist mein Name von Express Trade. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren.
Aha, ja, wo haben Sie das denn gesehen? Auf unserer Plattform. Ach so. Dann habe ich herumgeguckt und was gefunden, okay? Wie bitte? Ja. Und du? Was machen wir jetzt? Ich möchte Sie informieren auf unserer Plattform, wie funktioniert und so weiter. Aha. Okay, ich möchte zuerst mal fragen, haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das ist das erste Mal für Sie? Ja, mit Onlinehandel hat doch fast jeder Erfahrung, oder nicht? Haben Sie eine Erfahrung oder nicht? Na, hat doch fast jeder, oder nicht? Bei Amazon und so bestellen doch die Leute heute alle. Okay. Ja. Also, möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ich habe doch schon ein Amazon-Konto, oder was für ein Konto meinen Sie? Also, Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ihr Konto ist leer. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren auf unserer Plattform oder nicht? Ja, was denn für eine Plattform? Bitcoin-Plattform. Bitcoin. Kryptowährung. Haben Sie Interesse? Bitcoin? Ethereum. Ich weiß ja nicht, an welcher Plattform. Sie sagen ja den Namen nicht. Express Trade. Ich habe schon gesagt, Express Trade. Express Trade? Genau. Da war ich noch nie angemeldet. Glaube ich, Sie haben eine Webansage gesehen und dann Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse angemeldet. Also Express Trade finde ich aber auch nicht. Expresstrade.de oder .com oder? .com. Also expresstrade.com gibt's nicht. Haben Sie Interesse? Ja, ich weiß ja nicht voran. Ich habe schon gesagt, Sie haben eine Webansage gesehen. Und dann Sie haben sich dort angemeldet auf unserer Plattform. Naja, scheinbar ja nicht. Ich finde die Seite nicht. Also bei Express Trade war ich noch nie angemeldet. Ich finde die Seite nicht. Okay, warten Sie. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ja, weiß ich ja noch nicht. Ich muss doch dazu erstmal wissen, was für eine Seite, wie oft denn noch? Warten Sie. Ich habe eine E-Mail geschickt. Bitte gucken Sie Ihre E-Mail. Nee, sagen Sie mir doch einfach die Domain richtig. Gucken Sie Ihre E-Mail? Nee, jetzt nicht. Sagen Sie mir doch einfach die Domain. Wieso? Ja, weil ich danach gefragt habe. Ich habe auf unserer Plattform Linke geschickt per E-Mail. Dann Sie können ganz einfach auf unserer Plattform gucken. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Ja? Ja, welche E-Mail-Adresse haben Sie es denn geschickt? Also, Ihre Name und @gmail.com. Ja, die existiert nicht. Habe ich nicht. Also, können Sie mir sagen, was ist Ihr Name? Ja, den Namen, den haben Sie ja davor gelesen. Das ist das, ja, was da im System steht. Ich weiß schon, steht. Aber sind Sie fake oder was? Was? Sind Sie fake oder was? Na, wahrscheinlich sind Sie fake. Also glaube ich, Sie sind fake. Ja, Sie existieren ja nicht mal bei Google, also sind ja Nein, eher Sie fake. Können Sie mir sagen, was ist, ich sehe Ihre E-Mail-Adresse. Ich ja, sagen Sie mir doch geschickt. Einfach Ihre Nein, Domain. Was ist Nein, denn daran so schwer, Nein, mir Ihre Domain Nein, zu sagen? Nein, ich sage so. Nicht. Ich sage ja, nicht. Sie, ja, dann habe Sie ich keinen wissen das schon. Sie wissen es. Okay, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ja, Sie sind ja eine Betrügerin. Ja. Nein, Sie sind doch. Betrügerin. Klar sind Sie eine Betrügerin. Ja. Kriminelle. Ja, okay. Ja. Okay. Sie sind schmutzig. Sie sind dumm, ja? Dumm. Nee, Kopf. Sie sind schmutzig. Na, ist ja wieder herzallerliebst, was man da für Menschen an der Telefonleitung erreicht. Also, die stottert sich irgendwas zurecht. Kommt irgendwie nicht zu Potte. Und dann fragt man sie nach dem Domainnamen. Sie rotzt irgendwas durchs Telefon, man findet die Domain nicht, man fragt nochmal nach, ob sie es vielleicht nochmal richtig sagen könnte, und dann will sie eine E-Mail schicken, die kommt aber nicht an, weil die E-Mail-Adresse nicht existiert, und dann, ja, geht das Ping-Pong-Spiel so weiter. Anstatt doch einfach nur die Domain zu sagen, auf die ich gehen soll, damit ich mich ja über die Webseite oder über die Firma mir grundsätzlich erstmal über die Firma ein Bild machen kann, nö, da will sie mir einfach die Domain nicht sagen. Tja, also dass das von Anfang an unseriös ist, braucht man, glaube ich, ja gar nicht großartig erwähnen. Denn sie hat sich ja gleich selbst unseriös gemacht, indem sie einfach, nö, ich sag die Domain nicht. Ist ja interessant. Also weiß ich nicht, was das werden soll, aber wenn man schon bei den einfachsten Sachen gleich rausfliegt als Kunde, ist das nur positiv. Denn
So werden die definitiv weniger verkaufen, wenn die da nicht mitspielen. Ich weiß es nicht, ob sie vielleicht vorher schon geahnt hat, dass sie da einen Scambaiter an der Leitung haben könnte. Aber tja, letztendlich ist das Gespräch so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und da kann man nur immer wieder hoffen, dass es bei vielen, vielen anderen Kunden auch so läuft. Denn grundsätzlich ist es doch eine legitime Frage, erstmal nachzufragen, auf welcher Webseite ich denn da jetzt gelandet bin und warum die mich jetzt anruft, damit ich das Ganze erstmal überhaupt überprüfen kann. Ist doch logisch, ich will doch erstmal sehen, wo ich bin. Ja, es geht aber nicht darum. Die wollte euch oder die will mir hier jetzt direkt einen Zahlungslink zuschicken, anstatt den Link zur Webseite, dass ich mir erstmal ein Bild von der Webseite machen kann. Ja, und wenn man da nicht so richtig mitspielt, dann ist man halt von vornherein schon raus. Tja, so läuft's halt eben als Betrüger. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das Mikrofon ist aus. Hallo, einen schönen Tag, Rüger, mein Name. Ich hätte mit Herrn Steiner gesprochen, mit dem Gerold Steiner. Hier ist am Apparat. Hallo, Herr Steiner, ich grüße Sie. Anja Krüger ist mein Name. Ich melde mich von der Rechtsabteilung der DGS aus Berlin. Mhm. Herr Steiner, es geht um Ihr aktives Gewinnspiel, was Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Sie es vergessen? Herr Steiner, Sie hatten sich vor 4 Monaten über das Internet, also online, hatten Sie auf einen Link draufgeklickt gehabt, um für 3 Monate kostenfrei bei dem Jubiläumsgewinnspiel mitzuspielen. Davon ist die Rede. Nee, das stimmt nicht. Gut, Sie werden die Unterlagen jetzt nach Berlin bekommen. Da haben Sie alles. Also ich habe hier das Gespräch nicht beendet. Es wurde direkt aufgelegt. Keine Ahnung, ob sie da aus Versehen oder den Herr, oder ich kann es nicht identifizieren, aus Versehen aufs Knöpfchen gekommen ist beim Reden. Wird wohl irgendwie so gewesen sein, dass der nette Mitarbeiter schon mit der Maus auf der Auflegentaste war. Aber was bringt es, einen hier voll zu lutschen mit irgendwelchen Rechtsblabla? Ja, nix. Und dann aufzulegen, weil passieren tut da definitiv nix. Weil das war garantiert wieder ein Fake-Anruf. Nix mit Rechtsabteilung. Nix mit offenes Abo. Weil das gibt's nicht. Ich habe nie irgendwo ein Abo zugestimmt. Denn letztendlich, wenn ich mal so eine Abotante dran hatte, habe ich kurz vor Ende der Aufnahme das Gespräch immer gesprengt. Also dementsprechend kann's kein Abo gegeben haben. Tja, schon irgendwie interessant, über welche Wege und welche Maschen die immer wieder versuchen, irgendwie doch noch an Geld zu kommen und die Leute zu betrügen. Ist schon höchst, unseriös alles. Und das hier ist höchst kriminell. Ich meine, das sind alles kriminelle Anrufe, aber das hier ist schon Spitzenklasse. Den Leuten ein Abo vorzugaukeln, was es überhaupt nicht gibt, und irgendwelche Mahnungen vorzugaukeln, die es überhaupt nicht gibt, nur um irgendwie wieder an Geld ranzukommen. Einfach ekelhaft. Ja, guten Tag. Hallo, hallo, schon guten Tag. Darf ich mit Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Schönen Tag nochmal. Mein Name ist Robert Schmidt. Ich bin Manager von der Handelsplattform Finwitz Pro. Und Sie haben Ihre Daten auf unserer Webung hinterlassen. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie das nicht eigentlich selber wissen, ob das stimmt? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst auf unsere Website, Ihr Konto eröffnet, ja, heute. Woher wissen Sie das? Bitte, bitte. Danke. Wiederholen Sie bitte nochmal. Ja, woher wissen Sie denn das? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst Ihr Konto eröffnet und jetzt, ich will Ihnen ein bisschen mehr über unsere Handelsplattform erzählen, über unsere Optionen für Zusammenarbeit, natürlich, wie können Sie hier Geld verdienen und so weiter. Okay? Na dann los. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt, oder? Was soll ich denn da wissen? Bitte, bitte. Danke, danke. Wiederholen Sie bitte nochmal, was haben Sie gesagt? Habe ich vergessen. Sagen Sie mir bitte, wollen Sie beginnen, wollen Sie Konto eröffnen, wollen Sie Konto aktivieren, oder? Ja, ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Es geht um Finanzmarkt, um Handelsbörse, Herr Steiner. Aha. Können Sie überhaupt feststellen, wie alles funktioniert? Vielleicht haben Sie schon mit Aktien oder Kryptowährungen gearbeitet? Nee. Nein? Herr Steiner, was denn? Sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt? Oder vielleicht haben Sie etwas über Bitcoin gehört oder über andere Kryptowährungen? Ja, was soll ich denn darüber wissen? Ja. Sie haben selbst Ihre Daten hinterlassen, Sie haben selbst registriert gemacht, ja, und deswegen frage ich, Sie hatten Interesse an Finanzmarkt, stimmt das? Also ich verstehe Ihre Fragen nicht, die ergeben gar keinen Sinn. Ich will einfach wissen, können Sie alles vorstellen, wie alles funktioniert oder nein?
Ich weiß ja nicht, wie was funktionieren soll. Das beantworten Sie mir ja Finanzmarkt, nicht. Finanzmarkt, Handelsplattform. Ja, woher soll ich wissen, wie der Finanzmarkt funktioniert? Ich habe den nicht gemacht. Ach so, Herr Stein, aber heute bekommen wir eher Daten. Ja, das bedeutet, Sie haben heute auf unserer Handelsplattform registriert gemacht. Das kann ja sein. Und was habe ich jetzt da mit Ihnen zu tun? Bitte, bitte. Danke, danke. Das ist nicht lustig, ja, Herr Steiner. Sagen Sie mir bitte jetzt konkret, genau, wollen Sie etwas, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was Sie wollen. Sie rufen doch bei mir an. Also scheinen Sie ja irgendwas zu wollen. Ja, wir bekommen ja Daten. Das bedeutet, Sie haben Daten hinterlassen bei uns. Und ich möchte Ihnen einfach fragen, können Sie vorstellen, wie alles funktioniert? Vielleicht brauchen Sie unsere Hilfe oder nein? Ja, wozu sollte ich Ihre Hilfe brauchen? Sie können ja nicht mal selber vernünftig reden. Okay, Herr Schneider. Dann so. Ich schlage vor, ich schreibe Ihnen per WhatsApp oder meine Kollegin schreibt Ihnen per WhatsApp ein bisschen mehr Informationen, dann können Sie alles im Ruhe lesen. Wir haben ja gar nicht meine WhatsApp-Nummer. Haben Sie WhatsApp gleich unter dieser Nummer, ja, oder? Nö, ist nur Festnetznummer, da habe ich kein WhatsApp. Haben Sie überhaupt kein WhatsApp? Das habe ich nicht gesagt. Okay, sagen Sie mir bitte, unter welcher Nummer haben Sie WhatsApp? Das geht Sie doch nicht an. Okay. Herr Steiner, dann so, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute, bis gleich, tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Vor allem alles Gute und bis gleich hat mir irgendwie gefallen zum Schluss. Er hat das Gespräch beendet, weil er das Gespräch beenden will. Warum sagt er denn bis gleich? WhatsApp hat er ja auch nicht bekommen. Es ist einfach nur irgendwie unterirdisch. Also grundsätzlich die Empfehlung, gebt niemals eure Handynummer irgendwo raus und schon gar nicht WhatsApp. Stellt euer WhatsApp so ein, dass euch fremde Menschen nicht einfach so kontaktieren können, kann man in den Privatsphäre-Einstellungen tun. Denn, naja, solche Leute wollt ihr garantiert nicht auf eurem Handy noch zusätzlich haben, wenn der schon auf dem Festnetz anruft. Das ist einfach nur absolut unterirdisch. Also, die stellen einen Fragen, die ergeben ja nicht mal Sinn. Ich weiß nicht, was der von mir will, wenn der sagt, wissen Sie, wie das alles geht? Und, ja, was denn genau? Man muss die Frage dann auch schon irgendwie ein bisschen definieren. Tja, also wieder einer von den unseriösen Anrufen. Übrigens, Callcenter-Abzocke gibt's auch auf Twitter. Den Link dazu findet ihr direkt auf der Kanalseite oder unten in der Videobeschreibung. Wer mag, kann auch dort gern mal vorbeischauen und abonnieren. Ja. Ich grüße Sie erstmal. Mein Name ist Kurt Ternes. Karl Topfel. Ja. Schön, Sie erstmal persönlich zu erreichen. Wir hatten vor ungefähr 3 Jahren nicht mehr telefoniert zusammen. Das letzte Gespräch war Anfang 2020, Corona-Zeit. Da hatten Sie leider nicht viel Zeit. Es ging um das Thema Börsenwelt, Aktien, Wertpapiere. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktie empfehlen, Herr Topfel. Ach, da fällt ja Ihre Lüge gleich direkt auf, weil den Charakter Karl Topfel gibt es ja noch nicht mal 3 Jahre. Das war vor 2 Jahren und halb, Anfang der Mitte 2020, als Corona-Zeit angefangen hat in Deutschland. Ja, ist ja Quatsch. Da habe ich euch ja noch nicht mal den YouTube-Kanal gehabt. Ich habe Sie angerufen und wollte mit Ihnen sprechen, aber Sie hatten keine Zeit. Aber ist ja alles gelogen, was Sie da so sagen. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktie empfehlen, Sie ein Stück. Nee, Sie sind ein Betrüger. Hurensohn. Ja, genau. Jetzt bestätigen Sie das auch noch. Meine Güte, da hammert tatsächlich mal einen Betrüger, der fehlerfrei Deutsch gerade aussprechen kann und dann beleidigt er doch wieder zum Schluss, obwohl er ja seriös vorgaukeln wollte. Ist schon irgendwie höchst interessant schon wieder. Also, das ist hier gleich von Anfang an aufgefallen. Er erzählt, 2020 hätten wir schon mal miteinander gesprochen. Nein, haben wir nicht. Den Kanal, den gibt's erst seit späten 2021, so im hinteren Drittel. Also wie wollen wir dann 2020 miteinander gesprochen haben, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal an diesen YouTube-Kanal hier gedacht habe? Tja, ist irgendwie höchst interessant. Ja. Hallo, Herr Thaler, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Raab aus Finanz. Ich bin Ihre Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokontoschlüsselung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Thaler, dass Sie haben Geld investiert und jetzt wollen wir mit dem Auszahlungsprozess anfangen. Aber zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel war Ihr Verlust? Null. Wie null? Sonst könnte ich Ihnen nicht anrufen, weil Sie haben etwas verloren, ja, bei dem Kryptowaluta. Nee. Also ich habe Daten bekommen, dass unter Ihrem Namen Betrag bis 5.000 Euro liegt. Ja, aber Sie sind doch nur Betrüger. Nee, ich bin nicht Betrüger. Doch. Wie gesagt, ich bin Sicherheitsabteilung. Nein. Und,
Also Sie ich sind bin Betrüger. Ihnen keine, ich bin nicht Betrüger. Na, dann geben Sie doch einfach das Geld und überweisen es auf mein Konto. Nein, das und dann ist nicht gut. So, es tut mir leid, aber das geht ja, nicht. Ja, da wollen so. Sie mit Anydesk auf dem Computer und die Leute verarschen. Ohne Identifikation? Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen, das ist Quatsch. Dann glauben Sie so? Und ja, Sie sind einfach nur eine ekelhafte Betrügerin, die die Menschen verarscht. Sie sind ekelhaft. Also, Sie wieder mich an. Sie, so und Sie sind eine Betrügerin. Weiter illegal Transaktionen. Sie bleiben im schwarzen Liste. Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ja, das ist ja Quatsch, was du da laberst. Das ist einfach nur Dünnschiss. Nein, das ist nicht Quatsch. Doch, das ist Dünnschiss. Schluss, weil dieses Gespräch wird gespeichert. Und ja, und dann wird das auf YouTube veröffentlicht, damit keiner mehr auf eure Scheiße reinfällt. Schauen wir mal. Ja, nee, nicht. Schauen wir mal. Mach ich gleich. Tja, also so, das Ende hat jetzt für mich geklungen wie eine Bestätigung mit der Betrügerin. Weil sie meinte, ja, schauen wir mal, dass da keiner mehr auf den Betrug reinfällt. Irgendwie interessant. Da hat sie sich dazu hinreißen lassen, das dann zu bestätigen. Aber schon irgendwie Wahnsinn. Das hier ist tatsächlich der Betrug nach dem Betrug. Wenn man in der Regel schon mal Geld verloren hat, dann rufen solche Leute hier irgendwann nochmal an und erzählen, ja, man hätte da Geld gefunden. Tja, also wo das gefunden wurde, würde mich als erstes erstmal interessieren. Und vor allem macht man sowas dann nicht schriftlich, wenn man da Geld gefunden hat? Damit man das alles irgendwie amtlich festhält? Macht man sowas am Telefon? Na, ich glaube ja wohl nicht. Hier ging es einfach nur darum, dass man vielleicht von euch noch ein paar Daten klauen möchte. Also sogenannter Datendiebstahl. Die wollen mit Anydesk auf euren PC, um sämtliche Daten von euch abzuräumen. Vielleicht, um angeblich dann das Geld zu überweisen, was euch noch angeblich zusteht, möchte man dann noch irgendeine Überweisungsgebühr oder irgendwie sowas in der Richtung haben, um dann nochmal Geld zu verlieren. Was anderes ist das hier definitiv nicht. So. Und jetzt habe ich für euch noch was ganz Besonderes, wovor ich euch nur nochmal warnen muss, dass ihr eure Telefonnummer nicht überall im Internet platziert. Auch nicht bei irgendeinem Gewinnspiel und auch nicht aus Versehen und ich habe ja nur mal ein kleines bisschen da und ein kleines bisschen hier und ich wollte ja bloß. Nein, gebt eure Telefonnummer nicht im Internet an. Ich lasse euch mal den folgenden Schnipsel erstmal hören. Ja, bitte. Die Urkunde der Baldemeisterschaft, wir haben mich eben angerufen. Nee. Doch. Nee. Wer sind Sie denn? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Frau Harding. Sag mir nix. Ich hab aber auch heute noch keinen angerufen. Also die Nummer, die wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass Sie mich gerade angerufen haben. Na, dann wurden Sie wahrscheinlich gerade eben von irgendwelchen Betrügern angerufen, die meine Nummer verwenden. Das kann sein. Okay, alles klar. Jo, tschüss. Hier war ich tatsächlich selbst ein kleines bisschen verwirrt. Meine Nummer wurde wohl bei Betrugsversuchen angezeigt. Und die Frau hat mich zurückgerufen. Anders kann's ja nicht sein. Denn mit meiner Telefonnummer von dem YouTube-Kanal hier rufe ich grundsätzlich nicht raus. Das heißt, ich kann diese Frau auf keinen Fall angerufen haben. Das ist bei mir auch hier technisch gesperrt. Ich habe eingestellt, dass hier keine Anrufe rausgehen können mit meinen Scambaiter-Telefonnummern. Das heißt, diese Frau wurde definitiv von meiner Telefonnummer angerufen. Sie hat ja hier offensichtlich zurückgerufen. Und das ist das, was ich schon öfters erzählt habe. Die Betrüger nutzen teilweise auch Telefonnummern von den Opfern. Und wenn man dann zurückruft, dann tut es. Und man kommt bei echten Menschen raus. Hier bin ich quasi selbst das Opfer geworden. Und ja, die fremde Frau hat bei mir angerufen. Von einer fremden Firma. Aus diesem Grund habe ich hier auch die Stimme verzerrt, da ich jetzt hier vor lauter Schock und Aufregung gar nicht gefragt habe, ob ich das Telefonat so verwenden kann, denn die hat ja jetzt hier nicht bei mir angerufen, um bei mir hier irgendeinen Schabernack zu betreiben. Die hat einfach nur zurückgerufen. Tja, und aus diesem Grund habe ich sie eben auch hier verfremdet, dass man nicht hören kann, wer sie ist und auch nicht an der Stimme erkennen kann, wer sie ist. Aber das ist schon verblüffend. Es ist mir auch nicht das erste Mal passiert. Auf meinem privaten Handy ist mir das tatsächlich auch schon mal passiert, dass mich jemand zurückgerufen hat und gefragt hat, was ich wollte. Ich habe ja schon 12 Mal angerufen oder sowas war da in der Art. Da war es halt tatsächlich auf meinem privaten Telefon und da laufen die Aufzeichnungen nicht automatisch mit und da gab es auch keine Möglichkeit, das jetzt schnell irgendwie noch mitzuschneiden oder so. Und man ist ja auch perplex, wenn man zurückgerufen wird. Und hier wusste ich ja auch mit dem Gespräch nichts anzufangen. Nichts ahnend bin ich rangegangen und habe gedacht, das ruft mich ein Betrüger an wie jedes Mal.
Nur, dass dann da eine echte Person irgendwo aus Deutschland dran gewesen ist, die angerufen wurde von meiner Telefonnummer. Das heißt, meine Telefonnummer wurde tatsächlich für Spoofing benutzt. Also meine Telefonnummer wurde bei jemandem anderen angezeigt, obwohl ich gar nicht angerufen habe. Tja, es ist schon verblüffend. Ich zeige euch mal den Schnipsel nochmal. Ja, bitte. Die Uchling-Gebäudemanagement, wir haben dich eben angerufen. Nee. Doch. Nee. Wer sind Sie denn? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Frau Harvey. Sag mir nix. Ich hab aber auch... Ich noch keinen angerufen. Also die Nummer, die wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass Sie mich gerade angerufen haben. Na, dann wurden Sie wahrscheinlich gerade eben von irgendwelchen Betrügern angerufen, die meine Nummer verwenden. Das kann sein. Okay, alles klar. Jo, tschüss. Ja, hier war ich halt einfach selber total verwirrt, was das werden sollte. Tja, auf jeden Fall auch mal was Neues. Ist hier auf dem Kanal aber kein zweites Mal passiert. Also das heißt, mich hat kein zweites Mal irgendjemand zurückgerufen. Ich weiß es wirklich nicht, wie das zustande kommen konnte, aber dem Anschein nach hat sie ja nur die Wahlwiederholungstaste gedrückt und sich nicht verwählt. Komisch. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen, dann könnt ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, könnt auch dort mal vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.